ihr Lieben, einen wunderschönen herzlich willkommen bei Whisky Gold. Wir sind heute in den westlichen Highlands, sorry. westliche Highlands, unabhängig abgefüllter Highland Park mit 14 Jahren. Eine Abfüllung, die jetzt 2022 auf den Markt gekommen ist, noch verfügbar ist, limitiert ist auf 1498 Flaschen. Und es ist die Adelphi's Fescadale Abfüllung, und zwar, wie gesagt, ein Highland Park. Ist das 10. Release. Und es ist schon eher selten, dass man ein Highland Park unabhängig abgefüllt bekommt. Ja, es gibt sie. Duncan Taylor bringt es auch mal und so weiter. Oder Maltman hatte das auch. Ist aber doch eher eine seltene Geschichte. So, dieser hier kommt daher mit 46 Umdrehungen, kein Farbstoff, keine Kältefiltration, 80 Euro dürft ihr hinlegen. Ja, Highland Park, Orkney-Insel, zu Highland Park brauche ich jetzt nicht mehr viel erzählen. Zu diesem unabhängigen Abfüller hier, das sind die Besitzer der Ardnamurchan-Brennerei, ja, in den westlichen Highlands. Habe ich irgendwann vor ein paar Monaten ein Video gedreht, glaube ich, zu der vierten Abfüllung, zu dem vierten Batch von dem Ardnamurchan mit 6 Jährchen oder so, hat mich sehr abgeholt. Und ja, die Brennerei ist ja relativ jung, ne? Ich glaube, seit 2013 brennen die oder so, weiß ich nicht. Adelphi selbst war früher eine Brennerei, 1816 gegründet, bis 1903 gab es sie. Dann war lange geschlossen und seit 1993 brennen die wieder. Es ist ein Wettink aus Refill Oloroso Sherry Hogsheads. Bei 1498 Flaschen, 0,7 Liter, ein bisschen Angel's Share, könnt ihr euch selber ausrechnen. Ich tue es jetzt nicht, wie viele Fässer hier vermehlt worden sind. Ja. Standardflasche, Standardumverpackung von Adelphi. Stehen auch so ein bisschen die Tasting Notes. Ist schon lange her, dass ich was von Adelphi hatte. Ich weiß, Bobby hat damals immer irgendwas mitgebracht von Adelphi. Er hat da auch immer so ein bisschen für geschwemmt, für die Abfüllung, geschwärmt. Ist schon ein Weilchen vergangen. Ja, Highland Park, ich bin gespannt. Gelbton, tiefer Gelbton. Ja, ich bin ja jetzt nicht so der Highland Park Fan. Ne? Es gibt schöne Sachen, es gibt langweilige Sachen. Ein bisschen überzogene Sachen, aber sonst grundsolide, also alles cool. Also wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf kriegt, klickt auf den Whisky Base Link, es gibt noch einige Shops, die den haben. Ja, hellfruchtig, vanillig. Da will mir einer was erzählen vom Refill Oloroso Hogshead. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Für mich wären das richtig schöne, intensive First Fill Bourbon Fässer. Honig, Holz, ein bisschen staubig. Nix für mich mit Oloroso. Das staubige Trockene in der Nase vielleicht, das würde ich dem Oloroso schulden. Ne. Unglaublich. Naja. Bisschen Honigmelone. Birne. Grüner Apfel. Alkohol passt. 14 Jahre alt, habe ich gesagt. Ja, ne, habe ich gesagt. Ja, und wie gesagt, Ardnamurchan, legt euch mal den zu. Da ist gerade wieder ein neuer auf den Markt gekommen. Neues Batch. 5., 6., ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich hatte das Batch vom letzten Jahr und es war ist wirklich, wirklich toller Whisky. Jung, und die machen ja alles hier mit
Solar, Windkraft und sonstiges, ne? Also alles aus 100% regenerativen Energien, und für so eine junge Abfüllung war das schon toll. Gut, dann wollen wir mal gucken, aber was der Highland Park hier kann. Zum Wohl. Kräftiger Antritt. Würzig. Süß. Ich habe sofort irgendwie Limette. Limette, ein bisschen Zitrone. Auch wieder Holzvanille. Und würzig. Jetzt wurde er ein bisschen verblasst, ganz langsam. Kommt eine schöne Würze nach vorne. Wirkt leicht säuerlich, trocken werdend. Ja, und die Frucht. Limette, vielleicht ein bisschen Ananas. Ja. Und du hast so ein staubiges Mundgefühl zum Schluss. Die Würze ist jetzt auch langsam weg. Also vom Abgang mittellang bis lang. Könnte ich sagen, es ist ein Highland Park? Nö, könnte ich nicht. Nö, würde ich nicht erkennen. Ich würde vielleicht den 12-jährigen Highland Park erkennen im Glas, aber das war's, glaube ich, auch schon. Ja, wieder beim zweiten Probieren. Die Würze kommt. Kommt. Die Zunge hat sich ein bisschen dran gewöhnt, kommt trotzdem sehr intensiv, ja. Finde ich nicht unangenehm, das ist kein Alkohol, das ist die Holzwürze. Alles cool. Aber wo ist es? Also für Oloroso Sherry, wie gesagt, wird er jetzt einer da, wird die dunkle Bombe und Früchte, dunkle Früchte und Kakao und Schokolade. Völlig fehl am Platz. Also für mich ist es wie so ein Bourbon. Barrel. Und gutes, also das heißt nicht, dass es schlecht ist, sondern dass es einfach völlig an mir vorbeigeht mit dem Oloroso Sherry, außer die Trockenheit. Aber egal. Der Whisky an sich schmeckt gut. Sehr lebendig, sehr nach vorne treibend, sehr aufblühend im Mund. Recht einfach gestrickt, keine zu extreme Komplexität. Ich finde, man kann ihn ganz gut auseinanderklabaustern. Mann, wird jetzt nochmal richtig würzig. Ich habe jetzt so einen kleinen Minischluck genommen. Also Holz, Eiche, Vanille, Honig, das ist schon reichlich. Und wie gesagt, Brennerei-Charakter von Highland Park kenne ich nicht. Das schaffe ich nicht. Unmöglich. Ja, also im Abgang bleibe ich mittel bis lang. Hat ein schönes Bouquet. Bietet ein bisschen was an Aufregung. Wo man sich denkt, oh, da kommt ja jetzt noch was. Aber man muss diese säuerliche mögen einfach. Ne? Diese säuerliche und auf, ja, Limette ist das schon, glaube ich, sehr prägend. Prägnant, Entschuldigung. Muss man Bock drauf haben. Ansonsten, grundsolides, leckeres Teil. Wäre ich jetzt gar nicht so abgeneigt. Also, durchaus eine Flasche, die man sich zulegen kann. Wenn das einen so von den Eckdaten interessiert. Ne? Also wie gesagt, 1498, dann weg und dann kommt irgendwann mal wieder was Neues. Und ein Highland Park. Für Highland Park Fans vielleicht genau das Richtige. Also schmecken tut er. Keine Frage. Spannendes Teil. Ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen zu entdecken. Man muss so ein bisschen mit ihm spielen und dann, ich kann mir vorstellen, so 1, 2, 3 Tropfen Wasser würden da vielleicht noch ein bisschen was
erblühen lassen. Okay, so viel dazu. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, ihr schaut im nächsten Video wieder vorbei. Wenn nicht, dann im übernächsten, wenn nicht im übernächsten, irgendwann mal meldet euch zu Wort. Ich komme wieder, keine Sorge. Bis zum nächsten Mal, ciao.